So, Samstag, wie versprochen, eine weitere Folge Mindtest. Die Fehlermeldungen oben in der Ecke sind immer noch da, aber das soll uns mal nicht weiter stören. Es funktioniert ja ansonsten alles. Plan heute, Keller. Also die Verbindung zwischen den beiden Kellerräumen. Dem, der da hinten in dem Haus ist und der, der eben hier ist. Da wollte ich ja mal schauen. Ich habe da noch nichts weiter gebaut. Da wollte ich ja mal schauen, dass ich das hier so ein bisschen angleiche. Dieses Muster hier übernehmen. Aber erstmal wäre natürlich interessant, wo kommt man denn überhaupt raus? Mache hier erstmal ein bisschen Licht. Also diese komplette Wand, einfachste Variante ist, ich mache die einfach komplett einmal neu. Hier oben kann man dann irgendwie rein. Gucke ich mir gleich mal an. Erstmal hier ein bisschen Steine weg. So. Hier mit der Außenwand, also irgendwie, da muss ich nochmal gucken, wie genau ich mir das jetzt dann dahin baue. Vielleicht mache ich auch einfach dieses Ding hier, dass das dann quasi außen sitzt, an dem äußeren Ring hier. Aber da gucke ich mal. Erstmal wäre jetzt natürlich interessant, wo kommen wir denn überhaupt raus da drüben? Das muss er hier irgendwo an der Höhe. Doch relativ weit rein, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Na gut. Der Keller ist auch hoffentlich breit genug, dass man da dann laufen kann. Und ich habe überlegt, das doch hier auf der Höhe zu machen. So. 1, 2, 3, 4. Hier irgendwo. Vermutlich. Geh hier einfach mal ein bisschen runter. So. Dann einfach mal gucken, wo wir rauskommen. Aber ich baue den von der Seite hier, wo es das Design schon gibt, um das dann einfach so ein bisschen anpassen zu können. Na, Erde wird noch ein bisschen zu hoch sein. Ja, lieber nochmal einen runter hier. So. Sand, okay. Da ist Licht. Kenne ich doch irgendwo her die Ecke. Hier durch. Oder? Hier war ich auf jeden Fall schon mal, hab dann irgendwas zugebaut. Wo ist denn das hier? Da ist Wasser. Okay. Da ist es auf jeden Fall nicht, das kann man schon mal festhalten. Ja. Guck mal einen an, da wäre ich glatt dran vorbeigegangen. Den habe ich von der Aufteilung her aber ein bisschen. Moment mal. Die Richtung ist. In diese Wand, in die Richtung, da ist dann der Keller. Ja, okay. Ja, natürlich, klar. Bin ja hier nicht hier längs gelaufen. Hier ist einfach nur die laufende Laufrichtung. So, dann machen wir hier mal wieder zu. Und dann passt das soweit, okay. Gut. Denk mal, das wird wohl auch mehr oder weniger das Einzige sein, was ich heute mache. Diesen Gang hier einfach ein bisschen ausbauen. So, jetzt gucke ich mal eben, wie tief der sein muss. Hier. War der jetzt hier an der Höhe? Da war der, okay. Ist dann noch relativ groß. Oder relativ tief. Hier. Lag ich gar nicht so falsch, ne? Also ich meine, letztendlich ist klar, der wird natürlich hier dann entsprechend großräumig ausgebaut werden. Es muss eh alles weg hier. Also von daher ist es nicht so ganz dramatisch. So. Hier mal hin. Hier mal hin. Aber es ist halt doch eine ganze Menge Arbeit. Aber dafür habe ich ja nun ordentlich Mäse, dann passt das ja. So, weiter im Text. Keller, Keller, Keller. Zack. Und natürlich mal gucken, wo dann hier irgendwie die Mitte ist.
habe ja gesagt, hier die das Design des Kellers, das richtet sich komplett danach, wo der Eingang da ist. Ich überlege nur gerade, wie breit der sein sollte. Natürlich auch so einen ganz breiten, hier so 4 breit. Oder vielleicht sogar noch breiter, dann. Ich guck mal eben nach, wie das vom Design her ist. Also ich hatte überlegt, meine Idee war so ein bisschen, hier das Deckendesign zu übernehmen für den Gang. Ja, vielleicht nicht in dem Ausmaß, obwohl eigentlich ja doch, das würde schon ziemlich geil werden, wenn der so riesig breit wäre. Mal denn hier. Also wirklich hier von hier bis hier dann irgendwie von der Breite. Nur gerade mal 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Muss auf jeden Fall ordentlich breit werden, der Gang. Von der Höhe her, dann mache ich den noch ein bisschen zu. Geht der hier noch wieder ein bisschen runter. Ah, aber hier. Ach, das kommt schon hin. Das kommt schon hin von der Breite. So. Ich hoffe, man hört diesmal nicht die Sounds wieder in der anderen Audiospur. Das wäre echt ein bisschen scheiße. Das ist mir letztes Mal oder vorletztes Mal, glaube ich, auch aufgefallen, dass es da echt so ein bisschen, ja, nicht Störgeräusche gab, aber dass das da so ein bisschen man den Ton über die Sprachspur gehört hat. So. Von der Höhe her. Ist mal eine Hausnummer hier, der Keller. So, zack. Keine Fackeln mehr, das ist aber egal. Ja, also wie gesagt, so hoch bleibt er natürlich nicht, das ist klar. Oh, 3, 4, 5. Ist halt die Frage, an welcher Stelle. Ich glaube, das ist dann hier, wenn es außen ist, sollte dann. Sollte dann auch so weit reingehen, dass hier wirklich so ein Knick dann auch drin ist. Und ich glaube, fast 3 breit reicht aber auch. Ne, also, dass das hier so ist. Zack. So. 5 breit wäre echt ein bisschen übertrieben. Ich meine, da kann man auch irgendwie anderes Design noch reinmachen. Aber dass es dann so ist, vielleicht setze ich die Stufe dann einfach hier hin, dass es hier erst anfängt. Kann ich mir dann immer noch überlegen, das ist ja dann nicht so schlimm. 3, 1, 2, 3, dann ist das die erste Seite. 2, 3, 2, 3. So, das ist hier die zweite Seite dann da an der Stelle. So. Wollte ich jetzt hier mal einmal auffüllen oder was wollte ich? Ja. Zack. Zack. Und die kann ich ja nun verwenden. Ich habe ja nun genug davon. So, habe ich denn noch Holzstöcke? Habe ich sogar noch 2 Stück. Das passt ja hier wunderbar. Oh. Ignoriert das. Das auch. Mann, 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 was ist denn los heute? So, jetzt aber. Na komm. Zack und wieder runter. So, zack, hier links. Ja, hier ist, bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so nun so bleiben soll oder nicht. Muss ich dann aber mal sehen. Da gibt es dann ja immer noch andere Möglichkeiten, das zu bauen. Hier muss auch nochmal irgendwann weitergemacht werden. Na, das soll natürlich auch noch nicht so bleiben. Wo ich gerade hier bin, ich habe hier in diesem mittleren Schacht oder in diesem mittleren Abschnitt mal versucht, irgendwie so ein Gitter aus Zäunen zu bauen. Das sah aber irgendwie nicht so ganz geil aus. Habe ich es einfach wieder abgerissen. Müssen wir erstmal ohne auskommen. Aber soll nicht weiter stören.
Wir haben ja hier gerade einen anderen Auftrag. So. Zack, 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 zack. Schon nochmal unten. Gut, hier ist natürlich viel zu hoch, aber ich baue es erstmal trotzdem ab. Da kommt ja auch noch dann von oben Treppe rein, da kommt von unten noch Treppe rein und von daher gleicht sich das noch so ein bisschen an. Den Rest kann ich einfach wieder zumachen, das ist auch kein Problem. So. Aber mit den Hacken geht das zum Glück ganz schnell. Ja, und dann ist das Thema dann gleich auch schon durch. Und dann geht es dann an die Feinausstattung. Der Gang, der soll ja nicht einfach nur ein Gang sein, der soll dann auch relativ, ja, designt nachher am Ende aussehen. Und da soll dann natürlich dann, hatte ich ja gesagt, das Design quasi in den Keller hier weiterführen. Und hier geht es dann an der Wand eben weiter mit dem entsprechenden Design, was dann hier in diesem Gang ist. Aber da muss ich dann eben nochmal schauen. Ich glaube, ich mache den noch einen breiter und einen höher. Ich denke, das ist schon in Ordnung, wenn der 4 und 4 ist. So. Ja, ich glaube, das ist besser. Weil dann könnte ich auch 5 und 5 machen. Dann wirkt das gar nicht so sehr wie so ein Gang, sondern dann wirkt das eher wie einfach ein sehr langgezogener Raum mit zwei Öffnungen. Würde natürlich auch gehen. Ich meine, ich könnte natürlich auch das Werkzeug wechseln jetzt hierfür, aber nö. Da bin ich zu faul für. Das Mausrad drehen ist Aufwand und den möchte ich vermeiden. Ne? Wisst ihr Bescheid. Gut, so, weg. Das auch weg, das auch weg hier. Ja, Ne? So. Muss auch alles seine Ordnung haben hier. Hä, was habe ich mir denn hier gedacht? Hab ich gekifft? So. Ich habe ja gesagt, hier oben muss eh dann ordentlich gemacht werden, aber da will ich jetzt eben doch nochmal schnell in Ordnung bringen hier das Problem. So. Zack. Ist das eigentlich zu dunkel? Ich mach mal Licht. So, da habt ihr Licht. Muss reichen. Okay, so, na komm. Ja, mit der Hacke, da muss man ganz schön aufpassen. Die ist relativ schnell. Ich hab gesehen in einem anderen Let's Play, dass das Diamantwerkzeug ein bisschen langsamer ist, aber es sah so aus, als wenn es länger halten würde. Ich meine, das wäre natürlich auch dann mal eine Idee. Nee, also das wäre dann auch mal eine Idee, dann Diamantwerkzeug zu machen wieder. Ich meine, mit den Industriediamanten geht das ja ganz gut. Hab übrigens tatsächlich noch keinen einzigen Diamanten gefunden. Wobei ich jetzt nur noch sagen muss, so tief war ich dann ja auch noch nirgends irgendwo unter der Erde, dass ich da welchen finden könnte. Von daher kann ich über die natürlichen Diamantenvorkommen oder die Anzahl der Vorkommen nicht viel sagen. Was kann ich denn hierzu sagen? Hier kann ich aber auch nur sagen, dass Fail ist. Oh, ich stehe im Block, schön. Jetzt stehe ich im Dunkeln, sehr schön. Okay. Ja, über die, das Vorkommen von Diamanten kann ich nicht viel sagen. Deswegen kann ich nun auch nicht bestätigen oder sagen. Das Hirn ist mal wieder auf Standby, wie am Mittwoch. Mittwoch. Ich glaube, ich sollte das Sprechen einfach sein lassen. Was mache ich denn hier? Das muss eine Treppe werden. Ja, seht ihr mal, jetzt habe ich hier schön alles gemacht und nun ist doch das irgendwie alles viel zu eng hier. Also so muss es ja nun mindestens werden hier. Zack. Ja, meinen Gedanken von gerade eben, den führe ich einfach nicht weiter fort. Das könnt ihr euch selber ausdenken, was ich sagen wollte. Ich baue hier einfach mal weiter. Und
hänge wahllos und sinnlos irgendwelche Wortfetzen und Satzfetzen aneinander. Passt schon irgendwie. So. Zack. Na komm. Ich denke mal, das reicht fürs Erste, was die Treppen angeht. Da war doch gerade eben noch nicht so voll das Inventar. Wo ist das ganze Zeug jetzt auf einmal her? So. Ich wollte gerade sagen, haben die sich vermehrt? Ich sollte die Treppe von oben anfangen. Also da muss sie hin. So, dann kommt hier zu. Ist übrigens total geil, wie die sich jetzt ausrichten, neuerdings, die Treppen. Bin mir nicht sicher, ob das jetzt mit der neuen Version ist oder ob es vorher auch schon war. Aber alles, was man da irgendwie in Schrägen setzt, setzt sich erstmal um 90 Grad gedreht. Man, gut, es gibt das Drehwerkzeug, hier den Schraubendreher, von daher ist kein Problem. Aber es ist mir doch beim Dachbau aufgefallen und da war ich ganz froh, dass ich den Dachbau vorm Update noch machen konnte, weil da konnte ich es ja dann einfach... Na, seht ihr hier. So, wenn man es so gesetzt hat, haben die sich trotzdem vernünftig ausgerichtet. Und das tun sie jetzt in der neuen Version, so wie es mir aufgefallen ist, jedenfalls nicht mehr. Aber man gewöhnt sich an alles, von daher weiter geht's. So. Zack, und schon so mal unten. Gut. Ja, schon sehr, sehr mächtige Treppe. Aber ich glaube, 4 reicht als Breite auch. Da kriegt man dann... Wäre natürlich auch geil. Na, mit hier mit Kronleuchtern. Wobei, ich würde es dann ähnlich wie hier machen. Dass es dann einfach hier ganz normal runtergeht. Das passt schon von der Höhe her. So, die Axt ist... die Axt. Ich sag immer Axt zur Spitzhacke. Apropos. Die Texte. Es haut leider immer noch nicht hin mit dem Übersetzungs-Dings. Ob das noch deaktiviert ist oder einfach nicht funktioniert, weiß ich nicht. Im Forum sagen einige, es geht. Einige sagen, ich habe dasselbe Problem. Einige sagen, einige sagen, ja, ist halt so. Warum und wieso, weshalb und überhaupt, konnte ich leider bisher noch nicht rausfinden. Ob es nun tatsächlich ein Bug ist oder ob es nun deaktiviert ist. Ich hatte gelesen, dass es wohl deaktiviert ist mit der Übersetzung. Kann mir aber auch durchaus vorstellen, dass es einfach nur nicht richtig funktioniert. Warum auch immer. Ja, also andere Anwendungen, die GetText benutzen zur Übersetzung, funktionieren nämlich einwandfrei. Daran kann es nicht liegen. An GetText kann es nicht liegen. An der Anwendung, da es dann nun in anderen Anwendungen funktioniert, kann es dann natürlich auch nicht liegen. Beziehungsweise an einer anderen Anwendung, wo es funktioniert, kann es natürlich liegen, weil da funktioniert es ja. Das heißt also, das ist irgendwo in meinem Test ist irgendwas anders als in anderen Anwendungen, wo es funktioniert. Mensch, das war ein komplizierter Satz. Ich habe es geschafft, ihn rauszubringen. Gut, hier ist dann auch. So. Ja, hier lasse ich mal, weil hier wäre ja rein theoretisch dann Wand. Da muss ich halt eben schauen, wie das mit dem Design, wie das dann übergeht, dass das vernünftig aussieht mit dem Boden hier. So. Habe ich eigentlich Kohle dabei? Ja. 9 und 9. Und 45. So, hier erstmal ein bisschen Licht machen, damit man auch was sehen kann. Da kommen dann nachher wieder die in die Wand eingelassenen, ja, Lampen. Nein, Fackeln rein. So, dass es dann hier auch vernünftig beleuchtet ist. Ist mir übrigens aufgefallen, verzeiht mir, dass ich hier ständig in den Herlauf, aber ich habe wie immer keinen Plan von irgendwas. Das ist mir hier übrigens aufgefallen, wenn es vernünftig beleuchtet ist, dann sieht es auch einigermaßen vernünftig aus. Mit den Treppenstufen hier. Weil wenn die von beiden Seiten dann hier beleuchtet sind, haben die halt hier Licht. Wenn ich jetzt hier nur einen hinsetze, man sieht es dann gleich irgendwie, wie sich es verteilt.
Ja, das sind halt so die Probleme, wenn ich so überlege, wie das damals bei Minecraft, genau, das wollte ich sagen, wie das damals bei Minecraft war. Ich meine, guck mal hier sieht man es auch. Also, wenn ich überlege, die hatten zu Anfang dann mit dem Licht ja ähnliche Schwierigkeiten, quasi auch, dass man irgendwie hier das, ja, dass es hier so komisch beleuchtet war. Schön zu sehen, dass so alle Voxel-Spiele sich ähnlich entwickeln und mein Test dieselbe Problematik hat wie Minecraft damals. Ich denke mal, das wird irgendwann dann auch mal gefixt werden. Und dann ist dann auch. Oh, eine Münze. Dann ist dann auch in mein Test die Problematik behoben, dass es da irgendwie Schwierigkeiten mit der Beleuchtung gibt. So, das heißt, wenn hier Münzen liegen, dass mein Inventar voll ist. Was soll das denn hier? Guck mal hier rein, guck mal hier rein. So. Plop, 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 plop. Zack. Na. Also erst noch überlegt, ey, ich habe keinen Stein und jetzt ist wieder alles voll. So gut. Ja, komm, so. Immer wenn ich sag und danach nichts mehr, so wie jetzt, wisst ihr eigentlich doch schon, was ich sagen will, ne? Genau. So, mal eben rüberschielen. Joa, 23 Minuten. Ich denke mal, ne? Ja. Gut, ich mache hier oben nochmal so vernünftig zu. Ja, so. Und dann ist das, die Decke, die muss ich eh noch ordentlich machen, aber ich will hier erstmal einen vernünftigen Gang haben. Und dann ist die Folge nämlich auch schon wieder rum. Wie schnell doch 20 Minuten vergehen, oder? So. 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 So, 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 so. Gut, das war's dann quasi schon wieder. Der Gang ist fertig. Hier jetzt auch noch mal eben ein bisschen Licht hin. So. Und schon sind die Keller miteinander verbunden. Hier ist eben, wie ich gesagt habe, ob ich hier noch einen runtergehe oder raufgehe, glaube ich dann eher nicht. Weil das dann ja hier sich irgendwie beißen würde. Deswegen werde ich das wohl so lassen. Dass man dann hier längs gehen kann und hier. Und ich bin ja am Überlegen, ob ich hier irgendwie irgendwann mal was mit Mese baue. Sei es irgendwie eine Tür oder hier irgendwie eine Möglichkeit, irgendwas runter oder rauf transportieren zu können. Ah, dann gibt es ja auch diesen Mod, mit dem man dann die Kisten miteinander verbinden kann mit irgendwelchen Röhren, dass da irgendwas übertragen wird. Wäre natürlich auch geil. Also so richtig so wie früher mit Minecraft. Wie hieß der Mod noch? Technik? Irgendwas mit Technik. Da ging das ja auch. Da konnte man dann auch Sachen miteinander verbinden und alles. Und ich denke mal, da werde ich dann wohl auch mal zumindest ein bisschen mit rumprobieren und ein bisschen mit rumbasteln. Aber garantiert nicht mehr heute und nächste Woche wohl auch eher nicht, weil natürlich erstmal diese Verbindung hier von da, wo das Dach, ach, jetzt ist da, wollte gerade sagen, wo das Dach fehlt, weil erstmal die Verbindung von da nach da gemacht werden muss. Hat aber doch ganz gut funktioniert. Die Verbindung steht soweit zumindest schon mal. Ja, ob ich dazu komme, jetzt hier im Keller irgendwie groß was zu machen, weiß ich nicht. Nächster Plan ist aber dann natürlich hier und hier muss natürlich auch noch raus, da kommt die Wand vernünftig rein. Dann wird hier entsprechend ja, der Abgang ausgebaut und dann eben hier weitergeführt, das Design. Und hier muss ich schauen, wie es aussieht. Ich denke mal, diese Wand hier, die muss noch ein Stückchen weiter rein, da irgendwie reingebaut werden, damit das hier vernünftig rumgeht und hier vernünftig. Was natürlich auch gehen würde, wäre hier zuzumachen.
und diese Wand hier einfach ein Stückchen zu verlängern, dass es dann eben der Gang hier geschlossen rauskommt. Wäre natürlich dann für diesen doch dann sehr kleinen Kellerraum ein relativ großer Gang. Deswegen werde ich wohl eher hier noch ein Stückchen reingehen, dass das hier ein bisschen breiter wird. Und alles Weitere wird sich dann eben entsprechend zeigen. Jetzt ist es mir auch scheißegal. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis nächste Woche. Au. Ja. Trotzdem, bis nächste Woche. Tschö.